komm, ich erzähle euch, wie es im Gasthaus zugeht. Immer noch Schlechtwetterprognose, Depression. Dieser gute Mensch ging also dahin, um seine Einsamkeit zu entfliehen. Und wird schon mal abgelehnt, eklar. Die eigene Temperatur droht allmählich winterlich zu sinken, angepasst an die Umgebung, so beschließe ich mich, mich warm zu trinken. Gerade deshalb ein Tisch eigens für Singles, nur mit einem Stuhl bestückt, habe ich mich in eine einsame Zone mit meinen Konvergenzlinien verdrückt. Ich hoffe inständig, dass ich den Ort der eisigen Kälte überstehe und schnell mein Gefrierschutzmittel kommt, weil sonst ich sofort wieder gehe. Da erfasst mich schon der tosende Ostwind mit schallendem Gelächter. Ach, fühle ich mich doch dabei doch gleich zusätzlich noch viel schlechter. Der Westwind trägt mir auch noch ungefragt Gerüchte zu. Mensch, hat man denn vor dir nirgendwo Ruhe? Zu guter Letzt mich noch eine Sturmböe von Streitgesprächen erwischt, ich sogar deutlich spüren kann, wie die Luft vor Spannung zischt. Also das haben ja Hochsensible an sich, dass sie fühlen können, was da an Frequenz im Raum ist. Im Übrigen, rein spirituell gesehen, ist so ein Ort, ein Festmahl für diese Wesen, die sich daran laben, wenn jemand Alkohol zu sich nimmt und eben auch streitet und unmenschlich kaltherzig ist. Ein Fressen ohne Ende an Energie, die ernähren sich davon. Und dann wundert man sich, dass man am nächsten Tag müde, erschöpft, erschlagen ist und ausgesaugt, wirklich buchstäblich ausgesaugt. Alkohol, wie heißt es so schön? Geist frischt Seele, also diese Geistwesen, diese Niedrigen. Ja, sie laben sich an diesem Ort ohne Ende an den Menschen. Okay, dann geht es aber weiter im Text. Das Gesprochene von anderen sollte man wahrlich nicht als Zenit auslegen, da man sonst auch noch anfängt, die eigene Schlechtwetterfront zu pflegen. Aber so etliches Mal habe ich mich schon innerlich schaudernd gefragt, warum so manch einer überhaupt noch den Mund aufzutun wagt. Wenn das Gehörte dann auf den Tiefstwert des Bekömmlichen sinkt, man einfach entsprechend mehr von dem betäubenden Spirit trinkt. Also alles ist besser als Homgo. Selbst beleidigt zum Werrer oder schlechte Konversationen zu führen. Also ich habe ja schon Dinge erlebt, ich habe das selber ja gemacht. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ja in einer einsamen Zeit dann in diese Lokale gegangen, eben um dem sozialen Kontakt zumindest eine Chance einzuräumen. Blöde Idee. Und da war es denn echt, mein Gott, es war echt nicht bekömmlich, also weder für Geist noch für Seele. Es war echt traurig, aber besser wie Homgo, habe ich mir gedacht. Alles außer das, weil der Horm war es noch schlimmer. Zumindest, wenn man einsam ist, alleine ist und etwas verloren hat. Was dort zu Hause war, früher. Doch irgendwann ist trotzdem die Null-Grad-Grenze des Erträglichen erreicht, der Wunsch nach mehr Betäubung, der Sehnsucht nach Klarheit weicht. Ein Sturm des Zornes mich plötzlich erfasst, am liebsten würde ich laut schreien und toben, doch dieser Ausbruch meist alles zerstört, es hätte mich wohl kaum von ihnen abgehoben. Da lasse ich es lieber und wank benebelt nach Hause, nach so vielen Menschen brauchte es unbedingt Pause. So nimmt ein frostiger Abend jäh sein Ende und mit ihm auch die Hoffnung auf eine Wetterwende. Ihr wisst ja, nach wie vor interpretiere ich mit einem Ausdruck, der das Wetter beschreibt. Ich habe da überall gespickt Wörter drin, die das ausdrücken.
Also zum Beispiel die 0-Grad-Grenze erreicht, also bevor man jetzt wirklich erfriert, muss man gehen, okay. Ich würde auch sagen, dass der Nullpunkt der Energie vollkommen erreicht. Da hat man keine nicht mehr, nicht einmal mehr, um das auszuhalten. Dennoch hat dann auch der Zorn. Ganz wichtig, ich bin auch spirituell bewandert, okay. Wer die Hawkins-Skala kennt, weiß, wenn man ganz unten ist, dann ist man apathisch, ist man lethargisch, dann hat man Angst, dann hat man Scham, Schuldgefühle. Aber drüber ist der Zorn. Und man sagt ja, du darfst nicht zornig sein. Ich bin ja so erzogen worden noch. Du darfst nicht zornig sein. Zornen, bei uns in Vorarlberg sagt man Zörnele. Das wurde bestraft. Wurde bestraft, das durfte man nicht. Aber dass das ein Tool ist, eine Emotion, die man durchaus brauchen kann, dann, um zum Beispiel der Schuld, der Scham, der Apathie, der Lethargie, aus der Angst herauszukommen und rauszugehen, ist ganz wichtig. Ich kann mich mal erinnern, ich war mal in so einem Zustand unten in der Talsohle und es war Schuld, es war Scham, es war Angst. Und dann irgendwann bin ich zornig geworden. Und ich habe ja jemanden gehabt, der mich begleitet hat. Ein guter Freund, wisst ihr, wenn man Familie und gute Freunde hat, dann bräuchte man eigentlich rein theoretisch keinen Psychiater, wenn man dort aufgehoben ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich einen guten Freund gehabt habe, der mich begleitet hat in dieser schweren Zeit und mit dem ich offen über alles sprechen konnte, über auch meine Gedanken oder Gefühle. Und irgendwann kam dieser Zustand des Zorns und dann sieht er endlich. Und ich weiß endlich. Sag ich, das ist nicht erlaubt, das ist nicht okay. Das ist doch endlich wagst du es, zornig zu sein, dann kommst du nämlich aus dem anderen raus. So, aber das traut man sich ja nicht. Wir sind ja aberzogen zornig. Natürlich, Zorn als Ausdruck der Gewalt gegenüber dem anderen ist nicht okay, ist nicht richtig, ist nicht die korrekte Verwendung dieser Emotion. Sie zu verwenden aus Scham und Schuld und Angst herauszukommen, ist total in Ordnung. Aber da gibt es dann auch andere Möglichkeiten, es auszudrücken. Also gut, der geht nach Hause und sagt, jetzt habe ich genug, jetzt mag ich nicht mehr. Und das Traurige ist, er projiziert es auf die Menschen. Also, dass sich langsam ein Menschenhass einschleichen kann, bedarf es zuerst wirklich sowas wie, ja, absolute Erniedrigung oder Ausgrenzung oder wie war das mit dem Fingerzeig die letzten Jahre? Du nicht? Mobbing, also nicht angenommen werden, nicht akzeptiert werden, nicht gesehen werden und im Endeffekt nicht geliebt werden. Ein ganz hartes Schicksal und ganz bitter, wenn sie es wirklich noch denn in Hass, in Menschenhass umwandelt. Im Übrigen habe ich wunderschöne Bilder gemacht und ich habe die Serie Cat Emotionen. Ich bin Künstlerin. Und hier zeige ich euch das Bild der Medusa. Und die Medusa ist die Interpretation von dem, was es aus einem machen kann, wenn man wirklich zuerst guter Dinge war und guter Sinne war. Und dann schlägt diese gute Intention, Motivation, diese schlagt in Hass, in Verbitterung, ja, schrecklich um. Also, ja gut, also gut, wir gehen weiter und erzähle euch in den weiteren Videos mehr. Und im Übrigen lese euch nicht das ganze Buch vor, ihr müsst ja nicht meinen, es bleibt doch genug übrig für euch, wenn ihr das Buch kaufen wollt. Im Übrigen, fast hätte ich es vergessen. Bitte, das kann man kaufen. Auf dem Shop von mir. Ich blende euch das eh ein. Es müsste immer in jedem Video drin sein. Es gibt noch ein paar. Ich werde nur einmal auflegen. So habe ich es bis jetzt geplant. Das sind Künstlerbücher. Das sind Sammelbücher.
Es sind spezielle und es wird nicht viele davon geben. Also sichert euch eures, wenn ihr sowas von mir haben wollt. Inzwischen 17 an der Zahl, wobei, wie gesagt, es gibt Kinderbücher und es gibt Erwachsenenbücher, wobei die Kinderbücher generationsübergreifend sind und die Erwachsenenbücher ausschließlich den Erwachsenen vorbehalten sein sollten. Bitte das für Kinder nicht bekömmliche Kost. Das ist wirklich sehr tiefsinnig und schwer. Sollten Sie nur nicht lesen. Bis zum nächsten Video. Bleibt's dran.